Herzlich willkommen, neuen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Und Leute, ich war gestern produktiv hier auf meiner Insel. Vielleicht erkennt man es schon ein wenig an der Karte. Unten links haben wir einen neuen Bereich. Oh mein Gott. Da gehen wir gleich mal direkt gucken. Aber wir verstellen gleich auch noch hier das letzte Haus. Genau, das tun wir auf jeden Fall noch. Wir gehen mal kurz in den Shop rein. Kann ich mir den Rübenpreis aufschreiben, den es heute gibt. So. Dienstag. Wir können mit Nutz laden. Ja, ja. Oh, der Tisch da rechts ist schön. Rübenpreise. 127. 1, 2, 7. Gut. Hey Siri. Stell einen Wecker auf 12 Uhr. Dankeschön, Schatz. Danke. Sehr schön. So, aber um 12 Uhr musst du dann den nächsten, ne? So. Ich glaube, den Tisch, den habe ich schon, oder? Wieso kriege ich eigentlich einen Pickel unter die Nase? Verstehe ich nicht. Nur weil ich gestern gebrochen habe. Ich werde jetzt erstmal keine Bratwürste mehr essen. Ich habe die jetzt zweimal ausgebrochen. Innerhalb 4 Tagen. Deswegen lasse ich das mal lieber. Ja, ja, das wolltet ihr alle wissen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. So, hier gibt es wahrscheinlich eh nichts, oder? Zeig mal her. Mir ist auch noch aufgefallen, uns fehlt noch ein Insekt, was es diesen Monat neu dazugekommen ist, bis zum Oktober. Und zwar ist das der Quelljunge. Das ist eine Libelle. Und ja, das heißt, wenn wir eine Libelle sehen, dann Kescher raus und fang. Ja, das ist so der Plan. Mit den Bäumen habe ich jetzt auch noch was komplett anderes vor. Ich habe die da erstmal hin platziert, damit ich bisschen mehr Platz habe. Und hier ist wieder eine neue gewachsen. Das finde ich sehr, sehr schön von denen hier. Die sind nämlich echt schön. So. Gut. Hier habe ich da jetzt nicht erreicht, aber ist nicht ganz so schlimm. Wir müssen außerdem nur noch ein Haus und den Campingplatz verschieben. Dann sind wir echt fertig mit dem mit der Platzierung. Ich bin echt glücklich, dass wir es dann hinter uns haben. Wirklich. Oh, das sind Libelle. Kescher. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Oh nein, jetzt habt ihr es schon gesehen da oben. Ich habe einen Spielplatz gebaut. Leute, ich dachte mir, eigentlich wollte ich dem Haus dann einen Garten geben, einen sehr, sehr großen Garten, ja. Dass wir da eine Blumenwiese oder sowas machen. Aber, genau, erstens, ich habe hier alles so eingezäunt. Und, ja, das ist der Garten. Das Design, das kann ich euch in die Beschreibung tun oder auf Info. Oder bei beiden, ne? Das ist echt schön, finde ich. Passt zum so einen Spielplatz. Sandkasten ist da, alles ist da. Ja. Ich hätte nur noch gerne einen Basketball statt einen Fußball. Der stört mich dann noch. Aber sonst passt es eigentlich. Kommt er hier rein? Nee, okay, dann nicht. Ja, genau. Ich habe hier alles schon mal mit Hecken gemacht. Ich finde es ganz schön eigentlich. So, hier haben wir einen kleinen Garten. Für Chihiro. Dann haben wir unten auch noch Gärten. Hier für ihn hier. Der da unten hatte ja schon seinen Garten. Hier habe ich mir überlegt, hier könnte man vielleicht eine Bank hinstellen oder so. Irgendwie sowas. Eine Sitzmöglichkeit. Hier habe ich das Blumenfeld. Was noch ein bisschen verschandelt ist. Und er hier musste leider auf seinen Garten da oben verzichten. Den ganzen Bereich. Und hat jetzt diesen kleinen Garten hier. Aber mit Fluss. Ne? Mit Fluss ist auch super. Herr Emily, glaube ich. Ja. Frau Emily. So, gehen wir mal hier rein. Gucken, gucken. Lucken, lucken. Oh, ein Bademantel. Ach. So, rein da. Rein da. Ich konnte gerade irgendwie nicht überprüfen, ob mein Tonnetz ordnungsgemäß funktioniert.
Weil irgendwie mein Videoprogramm nicht wollte. Oh, ich liebe ja Bademäntel, Leute. Aber ich trage nie ein. Wir nehmen den mal. Schmetterlings-Kimino. Also Socken und sowas. Oh, ich weiß ja nicht. Oh, die sind, glaube ich, neu. Komm, kaufe ich mal. Ja, können wir tragen. Ja. Das hier soll angeblich der Teppich sein, mit denen die beiden immer zugedeckt worden sind von ihrer Mutter. Sehr romantisch. Sehr romantisch, Leute. Vor allem, ich weiß ja nicht, wie alt die Schwester da ist, ne? Eine ist ja älter, die andere ist ja jünger. Genau, das habe ich jetzt gemacht. Ich finde es eigentlich ganz schön. Hier weiß ich nur überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Und hier hatte ich eigentlich zuerst den Spielplatz geplant. Aber habe ihn dann doch dahin gemacht, ein bisschen größer. Mal schauen, was wir da alles noch so hinmachen werden. Dann müssen wir jetzt mal eben hier, ne, das Wichtigste machen. Am Strand herumlaufen. Ich laufe mal lieber mit meinem Kescher herum. Falls ich die Libelle finde. So, die ist nämlich von 8 bis 17 Uhr, glaube ich, da. Irgendwie sowas von dem Dreh. Wäre ja schön, wenn wir die direkt auch finden würden. So, da. Carsten. Eisenbahnregal. Oh, ich glaube, das haben wir noch nicht, ne? Nee. Cool. Hat sich gelohnt, der Strandspaziergang. Achso. Hier können wir ja gucken. Ja. Ich hab's mir eigentlich eher vorgestellt wie ein Regal. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, Gilliver ist wieder nicht da, wie es aussieht. Okay. Dann gehen wir noch die Besucher ab. Ich habe nämlich mittlerweile echt Angst, dass... Oh Gott, das sind die Bälle. Oh, ich hab... Was? Ich dachte, ich hätte sie. Okay, was ist das? Eine Königslibelle. Okay, das ist leider nicht die richtige. Schade. Ich habe nämlich mittlerweile Angst, dass die Bewohner abhauen. Weil ich von Freunden gehört habe, die haben nie mit der gesprochen oder so und die ist irgendwann abgehauen. Deswegen... Oh, Emily gibt uns was. Jessie. Was? Wo warst du denn? Kartonsofa. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Oh ja. So, gib her, Jessie. Danke. So, oh. Warte. Och, Alter. Wo ist mein Inventar? Ah, da. Und ich glaube, meine Joy-Cons sind kaputt. Also ich spiele ja gerade auf dem Pro-Controller, aber wenn ich im Bett spiele oder sowas, ne? Der eine, der geht manchmal immer nach oben oder nach unten. Steuert der. Der ist, glaube ich, ein bisschen kaputt, aber okay. Das muss man vielleicht dann auch irgendwann mal hinnehmen nach. Seit wie vielen Jahren gibt es die Switch? 4? 4 oder 3? Ich weiß es gerade nicht. Oh, du bist auch zu Hause. Herr Edde. Hallo Edde. Boah, hier war ich schon lange nicht mehr drin. Das ist ja was, dass du mal vorbeischaust, kleiner Gronk. Ich will plaudern. Hm. Was hat Chihiro wohl vor... Oh, Mann, ey. Alter, ne, ich bereue es manchmal echt, dass ich Chihiro überhaupt erstellt habe. Weil die nerven mich nur. Wie kann ich Chihiro beeindrucken? Junge. Gar nicht. Mann. Oh, da ist ein Loch. Gib mir gleich auch mal. Alter, die sind alle zu Hause. Sind alle zu Hause. Ja, Corona, ne? Oh ne. Weg. Ganz, ganz schnell weg, Rüdiger. Ist ja noch ein Bewohner, den ich loswerden muss. So wie Pamela. Ich habe auch gehört, diese schwarzen Rosen da unten, die sind total selten. Und ich dachte mir so, hä, echt? Ich habe die eigentlich relativ zügig bekommen. Naja. Egal.
So. Bist du auch zu Hause? Nee, das kann doch nicht sein. Wieso seid denn alle zu Hause? Also wir müssen ein Haus umplatzieren. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach nee, Koala schön will ich nicht. Tschüss. Wo seine Möbel eigentlich ganz gut hier oben hinpassen, zu dem Wald dann später. Ach genau, ich wollte noch was ausprobieren, Leute. Und zwar, wir gehen jetzt mal nochmal nach da hinten. Natürlich mit dem Kescher. Falls wir eine Libelle sehen. Ich halte meine Augen offen. Sie sind offen, Leute. Sie sind offen. So, hier habe ich das hier. Und ich habe gesehen, dass manche solche Sternbäume haben. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt mal hier einen Stier. Oh. Also, vielleicht muss ich Schaufel auswählen. Und dann kann ich das vergraben. Und? Nee. Nee. Hm. Dann weiß ich's nicht. Ich habe nämlich gehofft, das geht. Also ich habe so gesehen. Aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Vielleicht guck noch mal, wie es richtig funktioniert. Oh, guck mal, hier haben wir schon wieder eine dunkle Rose. Also, ich weiß ja nicht, ob die so selten sind. Ist Rainer eigentlich da? Nee, ne? Nee, ist er nicht. Okay. Okay, okay. Ja gut, ne? Dann verschieben wir noch eben ein Haus. Iris. Oh, das ist eine Libelle. Ah, ne. Ist eine Biene. Ist eine Biene. Ach, ich habe jetzt, Gott, welche Serie habe ich durch? Love 101 auf Netflix. War sehr interessant, weil Schüler gegen Lehrer. Die Lehrer, die wollten irgendwie die Schüler loswerden. Und haben es dann am Ende auch irgendwie vielleicht oder nicht geschafft, Leute. Müsst ihr selber herausfinden. Auf jeden Fall war es sehr interessant tatsächlich. Sehr interessant, aber keine Serie, die ich, glaube ich, ein zweites Mal schauen würde. Und ich schaue viele Serien zweimal. Eigentlich alle meine Lieblingsserien. Nee, ich will nichts einzahlen. Ups. Auszahlen, bitte. Wie viel nehme ich denn? 100.000. 100.000 müssten reichen. Ich muss nur zwei Sachen verschieben, dann passt das eigentlich. So, und ich hoffe, irgendwann gibt es eine Gärtnerei beim nächsten Update. Ich denke, das nächste größere Update wird es dann nach dem Hochzeitsding geben. Ah, hier. Ich musste gerade überlegen, wo ich sitzen muss. Oh, ich komme bei der Bauberatung. Infrastruktur. Ja. Position ändern. Wohnhaus. Misusi. Da ist sie ja. Ja, 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 passt schon, ja, bitte. We are young. Nun, möchtest du eine Stelle ziehen? Oh, selbstverständlich. Ein neues Grundstück für mein trautes Heim. Von dir ausgesucht, vortrefflich. Nichts verleiht im Leben mehr Schwung als neue Aussicht aus dem Küchenfenster träumen. Vortrefflich, dann ist ja alles klar. Dann kümmern Moritz und ich uns darum. Ich hätte immer noch ganz gern diese komische Wand, die viele haben, dieses Rezept, dass ich da irgendwie einen dunklen Hintergrund machen kann von Bäumen, dass man nicht mehr diese Felsen da sieht. Das fände ich ganz cool. Wollte ich hier dann sonst noch was? Nee, ne? Campingplatz lassen wir erstmal da stehen. Genau. Ach, ich habe den Fluss auch weiter gemacht. Kann mal kurz gucken. Der müsste hier links sein. Hier, den Fluss habe ich bis hier hinten hingezogen. Der soll dann hier, also hier geht das Wasser runter. Hier soll ja so eine kleine Insel entstehen. Was heißt Insel?
wird keine Insel, aber ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Dann platzieren wir noch eben schnell das Haus. Dann sind wir eigentlich schon wieder fertig für heute. Ich weiß nicht, ob ich heute noch was machen werde. Mal gucken. Mal gucken, was der Tag so bringt. Nee. Ich überlege gerade, ich hätte dich eigentlich nicht in meinem Blickwinkel. Hier hinten kommt auf jeden Fall dann noch die Treppe irgendwann später hoch zum Campingplatz. Hm, vielleicht hier? Ich habe mittlerweile einen Ohrwurm von We Are Young. Mal sehen, bitte. Okay, ist in Ordnung. Super. Sehr gut. Dann haben wir alle Häuser schon mal platziert. Fehlt nur noch Campingplatz, wie gesagt. Und dann noch ein paar Brücken und ein paar Dinger. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich muss aber gestehen, ne? Auf der Karte sieht der Fluss oben rechts ein bisschen kacke aus. Das sieht wirklich kacke aus, aber ist egal. Und ich habe bemerkt, es gibt verschiedene Größen der Brücken. Das passt sich tatsächlich an, an dem Wasser darunter. Ja, gut, ne? Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder bei aller Frische. Und ja, bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.